Und damit herzlich willkommen zurück. Wir spielen immer noch Lass uns reiten 2. Wir sind beim siebten Tag. Und wir haben eine neue Dressurkleidung bekommen. Also gut waren. Und wir beenden den Tag. So. Du hast dein Pferd heute sehr gut gepflegt. Er hat aber noch einen giraffenartigen Hals. Na gut. Soll uns ja nicht stören, soweit. So, hier steht keiner. Der läuft ein bisschen orientierungslos durch die Gegend. Hallo. Neben den täglichen Pflegen. Ja, aber kein freies Reiten. Nicht unbedingt, ne? Nee. Nee. Nicht in den Spaßmodus und nicht in den Wettbewerbsmodus. Was denkt er sich? Sancho, du lässt irgendwie. Deine Motivation lässt irgendwie auch so nach, liebes Pferd. Tja, schon der siebte Part. Das geht irgendwie sehr schnell, alles. Brauchen noch Wasser. Ja, manchmal ist es ja eintönig, aber wie gesagt, es geht. Es geht. Es gibt Schlimmeres. Putzen jetzt nur diese Stelle. Das reicht auch vollkommen aus. Das Hufeisen ist bald komplett festgewachsen in diesem Pferd. Aber gut, dann ist es so. Der Sattel ist einfach zu lustig. Also wirklich, das ist echt eine Fehlkonstruktion. Sie hätten es Western-Sattel nennen können, aber. Aber Vielseitigkeitssattel? Ja, nein. Zur Klasse L, da kommen wir noch nicht weiter. Pjong. Ersten zwei haben wir schon. Nein, wir beenden den Tag. Kurz und schmerzlos. Oh. Nehmen wir mal hier. Wir nehmen erstmal die Ausdauer. Die pushen wir erstmal hoch. Also wer natürlich dann für sich entscheiden möchte, also diese ewigen Ausritte machen möchte, der soll das natürlich tun. Keine Warst du Frage. heute schon ausreiten? Nein. Habe ich auch nicht vor, ehrlich gesagt. Also, der kann das natürlich, wie gesagt, gerne machen. Für mich ist es einfach nichts. Es ist einfach für mich elendig lang. Und das Pferd verdient dadurch auch keine besseren Punkte, Leistung. Das kriegt es ja so nebenbei, alle paar Tage. So. Er bleibt da so schön bei stehen. Toll. Faszinierend. Ja, manchmal ist es doch arg eintönig, aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres. So ist das hier. Und noch eine Portion, damit das Pferd nicht eingeht. Ich glaube, wir machen schon mal den Sattel drauf. Wir nehmen mal den Anfängersattel. Mal was anderes für die Augen. Der auch irgendwie sehr komisch aussieht, ich weiß nicht. Aber gut, dann lassen wir ihn mal komisch aussehen. Das ist vollkommen okay. So. Fertig. Ich würde gerne mal wieder etwas Dressur reiten. Nein.
wieder mal die Katze zum Besitzer bringen oder irgendwie sowas. Auenwald und Freistädt. Nein. Dann beten wir diesen Tag wieder mal. Dann ist das so. Oh, guck mal, wie der vorsteht. Schön. Heute findet die Vorentscheidung zum Dressurturnier nächste Woche statt. Wenn du daran teilnehmen möchtest, solltest du heute eine goldene Schleife gewinnen. Ich denke aber, da wirst du noch etwas üben müssen. Ah ja, wenn du das meinst. Ist ja schön. Unser Onkeli ist weg. Schön. Also rennen wir doch mal direkt in den Stall. Und machen das, was wir sonst den ganzen Tag so machen. Striegel. 10 Stunden später. Ich weiß nicht, ob man hier auch spezielle Figuren reiten kann. Ich glaube gar nicht. Also ich wüsste es nicht. Wäre mir neu. Dafür machen wir uns extra schick mit unserem Vielseitigkeitssattel. Und dazu unser schönes Absperrband im Haar. Weil man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So. Es sieht so schrecklich aus. Absolut. Aber gut, ich habe es nicht ausgesucht. Bei einer langen Mähne sieht es fast noch schlimmer aus. Oder nur fast. So. Wir müssten jetzt mal noch den Boden machen. Ja, doch, den Boden. Ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwas anderes reiten können. Da gucken wir auch mal gleich. So, und wir gucken genau jetzt mal. Boah, das Flatterband ist ja zweiseitig. Puh. Nein, wir müssen zum Brustturnierchen. Gut, dass wir uns da so hübsch gemacht haben. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hä? Warte mal. Müssen wir das jetzt nochmal reiten? Heute findet die Vorentscheidung zum Dressurturnier nächste Woche statt. Okay, dann werden wir dann jetzt einfach mal nochmal teilnehmen. Wenn es heißt heute, dann müssen wir das wohl reiten. Dann ist das so. Aber, ja, wir kennen das ja schon. Ja, das hatten wir eben auch schon mal alles. Herzlich willkommen zum Dressurturnier. Nee, mit heute ist der Unterschied, dass sie zum letzten Mal wesentlich schöner aussehen. Durch dieses Flatterband und meine unglaublich tollen Klamotten. Aber man kann sich ja nur bessern, ne? Gleich gut gemacht. Wir den Richter grüßen. Guten Tag. Gut gemacht. So. Können wir erstmal in Ewigkeit traben. Oh, wir sehen so schön aus. Obwohl das Pferd gerade läuft, kommt es immer irgendwie mehr von der Bahn ab. Ich, oh, Hilfe. Krieg die Krise mit. Der Bogen war bei uns sogar sauber eingezeichnet. Aber gut. Reiten wir noch ein bisschen mehr hin. Gut gemacht. Der brüllt immer so. Wir sind da noch eine Taub. Sag mal. Gut gemacht. Das ist sehr, sehr trabhaltig. Lasst euch, was wir hier gerade machen, eigentlich.
an, diesmal halten wir nicht in der Mitte an. Nicht so wie eben. Da eben Seite einfach anhalten. Was ein Fehler. Peinlich, peinlich, peinlich. Gut gemacht. Gut gemacht. Okay, kein Fehler kommt diesmal. Das ist schön. Der dann reißt ja Arme hoch. Da hat er gerade hochgerissen. Warum auch immer. Ich hab's genau gesehen. Extra hübsch zum Dressurtraining, das ist echt. Wow. Schade, dass man nicht noch die Sattelfarbe oder die Schabrackenfarbe oder aussuchen konnte. Das wäre noch ganz cool gewesen eigentlich. Gut gemacht. Ab in den Trab. Haben wir lange nicht gemacht. Gut gemacht. Ich hab's gleich. Diesmal ohne Punktabzug. Vielen Dank für die Teilnahme. Das war eine hervorragende Leistung. Oh. Okay. Cool. Haben gut gemacht. Ewig grüßt der Ladebalken. Komm schon. Lad weiter. Geht doch. Heute war wohl ein schlechter Tag für die anderen Reiter. Antonia, sei nicht so biestig. Das hast du klasse gemacht, Marie. Vielen Dank. Es war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Jedenfalls hat es mir total viel Spaß gemacht. Cool, du hast dein Pferd heute sehr gut gepflegt und scheinbar waren wir eben auch gut. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Part. Der ist wieder lang genug. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss.